Rum speziell für Liebhaber von Tiki-Cocktails, 3 Flaschen für zusammen unter 60 Euro. Da stellt sich die Frage, taugen die was? Wir werfen heute einen Blick auf die Produktrange von Tiki Lovers. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian. Und mit der Marke Tiki Lovers hat die deutsche Firma The Bitter Truth, die vor allem für ihre grandiosen Bitters bekannt ist, auch eine kleine Rum-Range zu einem vergleichsweise günstigen Preis im Sortiment. Und die schauen wir uns heute einmal genauer an. The Bitter Truth kommt aus Pullach bei München. Dahinter stecken Stefan Berg und Alexander Haug. Und die haben sich vor allem für ihre Bitters weltweit einen guten Ruf unter Cocktailliebhabern gemacht. Wenn man sich so einen Ruf erstmal erarbeitet hat, dann liegt es natürlich nahe, die Produktpalette ein wenig zu erweitern. Was zunächst mit Likören, einem Falernum, einem Creme de Violette und einem Pimento Drum, glaube ich. Und jetzt, wobei die Produkte sind schon eine Weile auf dem Markt, auch mit Rum, ja, oder Rumprodukten passiert ist. Rumprodukte deshalb, weil wir hier 2 Rums und einen sogenannten Rum-Based Spirit haben, denn bei mehr als 20 Gramm Zucker pro Liter darf ein Produkt seit der EU-Verordnung aus dem Jahr 2021 nicht mehr Rum genannt werden. Und das trifft hier auf den Tiki Lovers Pineapple zu. Mehr dazu dann gleich. Laut Stefan und Alexander, beide Rum- und Tiki-Fans, war das Ziel, und der Name der Produkte lässt das ja schon vermuten, Rum-Blends für den Einsatz in Tiki-Cocktails zu kreieren. Und dabei herausgekommen sind die 3 Kollegen, die wir jetzt hier stehen haben. Und ich werde mit euch diese jetzt verkosten und euch meine Meinung dazu sagen. Kleiner Disclaimer, die Flaschen wurden mir von The Bitter Truth zur Verfügung gestellt. Dies geschah auf meine Anfrage hin und war mit keinerlei Bedingungen verbunden. Ja, legen wir los mit dem weißen Rum. Wir haben hier 0,7 Liter mit 50 Volumenprozenten Alkohol abgefüllt zum Preis von 16 bis 18 Euro. Dieser Rum hat im Jahr 2016 beim Mixology Taste Forum mit 95 von 100 Punkten den Sieg und bei der Fairplex LA Spirits Competition 2019 eine Goldmedaille abgeräumt. Der Blend besteht primär aus weißem ungereiftem Jamaika-Rum und einer Beimischung von ungereiftem und bis zu 5 Jahre gereiftem Rum aus Trinidad. Zucker haben wir hier nicht zugesetzt. Ja, ich freue mich jetzt aufs Probieren. Ihr seht, von dem habe ich bisher wirklich wenig getrunken. Ich lasse die Flasche mal lieber hier stehen, dann, falls ihr nachher im Video hin und her springt, seht ihr auch noch, bei welchem Rum wir waren. Schöne Nase, fruchtig, ganz viel Banane. Ja, vielleicht auch Erdbeere. Schon auch leicht alkoholisch. Also man merkt schon, dass der ein paar Umdrehungen hat. Aber ist auch eine eher leichte Nase. Ich hätte ihn jetzt ein bisschen kräftiger erwartet, was aber gar nicht negativ sein soll. Ich habe jetzt noch Gewürze, weißen Pfeffer. Ich glaube, ich habe gerade auch ein bisschen Muskat gerochen. Jetzt probieren wir mal. Interessant, im Geschmack jetzt nicht mehr so fruchtig, jetzt ist er eher fast schon ein bisschen blumig. Wirklich, hier hat er jetzt die Kraft, ne? Also hier schmeckt man auch, dass der mit 50 Volumenprozenten abgefüllt ist. Und ich habe auch diesen typischen Jamaika-Funk, ne? Also diese Esternoten, ein bisschen Huba-Buba ähnlich, aber auch nicht super intensiv. Also insgesamt, trotz der Tatsache, dass er jetzt so einen Alkohol-Catch hat, ist er insgesamt
will jetzt nicht sagen mild, aber rund, eben trotzdem noch würzig und ziemlich trocken, was mir sehr gut gefällt. Er hat diesen Biss vom Alkohol, aber eben nicht zu viel. Ja, das ist ein ausgewogener Rum. Jetzt im Abgang wirklich immer noch vorhanden. Wie gesagt, trocken, er verfliegt nicht gleich. Ich habe jetzt vor allem diese Gewürznoten. Frucht nicht mehr so. Vor allem diese Trockenheit. Also ja, Zucker ist in dem ganz sicher nicht drin. Stellen das Glas mal nach vorne und machen weiter mit dem Tiki Lovers Dark. 0,7 Liter mit 57 Volumenprozenten Alkohol abgefüllt, also sogenannt Navy Strength für 17 bis 19 Euro zu haben. Ja, wie den Weißen gibt es auch den hier seit dem Jahr 2011. Er hat in dem Jahr auch gleich Gold beim German Rum Festival geholt. Und 2019 auch bei dieser LA Cocktail Competition. Immerhin eine Bronzemedaille. Wir haben hier gereiften Jamaika-Rum von Hampton Estate aus Barbados, von Foursquare und aus Trinidad. Dazu kommt dann noch ungereifter Rum aus Trinidad und Guyana. Das sind schon auch namhafte Distillen, die hier verwendet wurden. Zucker ist keiner zugesetzt, allerdings ist er gefärbt, wie stark. Das ist nicht angegeben. Ja, auch von dem darf ich für euch probieren. Schöne Nase. Röstaromen waren so gleich das erste. Gebrannte Mandeln. Assoziation von Süße, dunkle, reife Früchte. Ich rieche Holz. Auch hier wieder Gewürze. Fast schon so ein bisschen lebkuchenartig. Das ist eine recht komplexe Nase für so einen Blend. Ja, der kann die 57 Volumenprozent auch nicht verbergen. Prickelt richtig auf der Zunge, hier auf der Zungenspitze. Sehr würzig. Nicht so komplex wie die Nase. Kaffee, Pfeffer, jetzt so bittere Schokolade, also wirklich hoher Schokoanteil, wird jetzt sehr trocken. Vielleicht auch etwas Tabak, aber nicht so ein Pfeifentabak, sondern eher trocken. Auch hier. Der Abgang, ja, die Schokolade bleibt, Gewürze. Aber jetzt, ja, auch nicht super lang. Kann man pur trinken. Aber der Einsatzzweck ist sicherlich eher ja, Cocktails, Tiki-Cocktails. Und ja, das passt auch. Ja, und dann kommen wir zum Tiki Lovers Pineapple, einem Rum-Based Spirit, auch hier 0,7 Liter, mit 45 Volumenprozenten Alkohol abgefüllt und ja, preislich so bei 20 bis 22 Euro angesiedelt. Ja, ein konkreter Zuckergehalt ist hier nicht angegeben, aber Helmut von schlimmerdurst.net, verlinke ich euch auch nochmal im Beschreibungstext. Das ist eine sehr empfehlenswerte Webseite. Ja, der hat nachgemessen und er kommt auf gut 40 Gramm pro Liter. Und der Hersteller selbst gibt an, dass das Produkt gefärbt ist. Der Tiki Lovers Pineapple ist 2015 auf den Markt gekommen und hat 2019 eine Silbermedaille bei der LA International Competition mitgenommen. Er wird durch Mazeration eines aus frischen reifen Ananas gewonnenen Konzentrates hergestellt. Wir haben hier gereiften und ungereiften Jamaika-Rum von Hampton Estate und Worthy Park und wir haben gereiften Barbados-Rum von Foursquare und ungereiften Rum von der Insel Trinidad und aus Guyana. Auch hier wieder durchaus namhafte Produkte mit drin. Ob der enthaltene Zucker nur aus der Ananas stammt oder ob da nochmal nachgeholfen wurde, dazu habe ich leider
keine Infos gefunden. Ja, und jetzt probieren wir natürlich auch den. Ja, Ananas. Oh, und zwar wirklich ganz reife, frisch geschnittene, süße Ananas. Also wenn ich die hier ja, noch eine Woche stehen lasse und dann aufschneide, die dann schon so langsam braun wird. Genauso. Alkohol rieche ich jetzt gar nicht. Auch Rum. Ja, vielleicht ganz leicht. Bisschen Holz. Bisschen die Jamaika-Note. Aber vor allem Ananas. Also. Cheers. Wollt euch ja die Flasche immer stehen lassen. Also auch hier schon an den Lippen. Richtig süß und ganz viel Ananas. Intensiv, nicht künstlich. Jetzt wird sogar gerade ein bisschen frischer, saurer. Ja, Rum ist erkennbar, aber ganz klar im Hintergrund. Ich glaube, so ein bisschen den Jamaika-Funk zu schmecken. Die Süße bleibt recht lang jetzt im Mund. Wärmt, aber hat jetzt keinen langen oder geschmacklich komplexen Abgang. Wäre jetzt nicht mein Favorit zum Purtrinken. Aber mit dieser super intensiven Ananasnote muss der in Cocktails wirklich gut funktionieren. Ich meine, ich hätte mir damit auch schon mal einen Mai Tai gemacht. Ich glaube, der war wirklich auch ganz gut. Was mich jetzt aber ehrlich gesagt interessiert, wenn der nicht ganz so ananasig wäre, also noch ein bisschen mehr Rum hätte, wie der dann käme. Und deshalb mische ich jetzt den Dark hier einfach mal mit dazu. Von beiden hatte ich einen Schluck, also dürfte jetzt ja ungefähr 50-50 sein. Ja, also im Geruch schon weniger Ananas. Aber im Geschmack haben wir jetzt wirklich das Beste aus beiden Welten. Wir haben eine schöne Ananas, die jetzt nicht mehr ganz so süß ist. Und wir haben jetzt Holz, Leder, Gewürze, Jamaika-Funk. Bleibt auch länger im Mund. So ist das schön. Ist einfach weniger likörig. Ne? Der ist schon geschmacklich sehr nah an einem Likör dran. Ja, wie auch immer, wir kommen zum Fazit. Noch schnell vorher die übliche Bitte, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr mehr Videos über Cocktailzutaten oder Cocktail-Tutorials sehen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Kostet nichts, sind nur ein paar Klicks, hilft dem Kanal weiter. Ich danke euch dafür. Wer den Kanal besonders unterstützen möchte, der kann das über eine Mitgliedschaft tun. Die Möglichkeit dazu gibt es direkt unter dem Video. Ja, stimmt jetzt die Qualität, Stimmenpreis und Leistung bei der Tiki Lovers Serie? Ich finde ja. Also für zusammen unter 60 Euro, einzeln, wie gesagt, in der Regel so ein bisschen unter 20, da ist es schon sehr vernünftige Ware und einfach gut geeignet für den Einsatz in Cocktails. Es sind nicht die Ultra-Komplexitätsbomben und sie erzeugen jetzt sicherlich auch nicht den totalen Wow-Effekt in Cocktails. Aber es ist eine vernünftige Qualität, die sich einfach wirklich gut zum Mixen eignet und die deutlich über gängiger Supermarktware liegt. Kann man bedenkenlos einsetzen. Und bei dem Preis ist das wirklich sogar eine Empfehlung wert. Ja, das war's für heute. Ihr bekommt die Tiki Lovers Serie in unserem Tresenwesen Homebar Shop, den ich euch jetzt hier oben verlinke. Ebenfalls gleich hier oben verlinkt ist unser Instagram-Channel, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Im Beschreibungstext gibt es eventuell gerade gültige Gutscheine für euch und im Abspann ja noch die Playlist mit den anderen Produktempfehlungen für die Hausbar. Ich sage danke fürs Zusehen heute, ich freue mich sehr aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Cheers.